was aber passiert, wenn jetzt die Bürokraft die Kaffeemaschine anmacht. Probleme über Probleme. Komm, ich sag da was zu. Habt ihr schon mal was von Rüstzeit gehört? Rüstzeit? Bam! Zählt das Hochfahren des Computers zur Arbeitszeit? Tja, gute Frage. Was meint ihr? Tja, das kommt darauf an, Frau Schmidt. Habt ihr schon mal was von Rüstzeit gehört? Rüstzeit? Das ist nicht die Zeit, die die Bundeswehr braucht, um wieder voll ausgerüstet zu sein. Nein, als Rüstzeit bezeichnet man die Zeit, die man damit benötigt, um Maschinen für den eigentlichen Arbeitsvorgang auszurüsten und zum Schluss auch wieder abzurüsten. Beide Vorgänge zählen zur Rüstzeit. Rüstzeiten umfassen alle Zeiträume, während derer ein Arbeitnehmer die eigentliche Arbeit vorbereitet. Zum Beispiel Umkleiden, Waschen, Hochfahren eines Rechners und so weiter. Dazu können auch Zeiten zählen, während derer der Arbeitnehmer einen ursprünglichen Zustand wiederherstellt. Zum Beispiel Herunterfahren eines Rechners. Bam! Ist Rüstzeit Arbeitszeit? Kommt drauf an. Wer hätte es gedacht? Ich sag da was zu. Ob das Auf- und Abrüsten als vergütungspflichtige Arbeitszeit anzusehen ist, hängt sicherlich auch damit zusammen, wie lange das Ganze dauert. Wenn ich zum Beispiel... Warte mal. Gehört eigentlich, wenn jetzt der Chirurg durch seine Krankenschwestern die Messer und das Besteck an den Tisch legen lässt, gehört das sicherlich zur Arbeitszeit. Wenn ein Feuerwehrmann seine Uniform anzieht, seine Einsatzuniform, dann gehört das sicherlich auch zur Arbeitszeit. Wenn ich mir morgens die Krawatte umbinde, weil ich Rechtsanwalt bin, dann gehört das sicherlich nicht zur Arbeitszeit. Es sei denn, ich fahre erst den Rechner hoch und ziehe mir dann die Krawatte an. Wobei natürlich der Arbeitgeber dann auch fragen könnte, warum ich die Krawatte nicht zu Hause angezogen habe. Das Ganze wird übrigens noch verkompliziert dadurch, dass ja jetzt es ein neues Urteil gibt, wonach die Arbeitszeit also immer vollständig erfasst werden muss. Da wäre natürlich interessant zu wissen, wie erfasse ich denn das Hochfahren des Rechners, wenn der noch gar nicht an ist. Probleme über Probleme. Also, da könnte natürlich das gute alte Stempeln helfen, und zwar an der Eingangstür, wenn man quasi sozusagen die Karte durchzieht, dann beginnt die Arbeitszeit. Und wenn man die Karte beim Verlassen des Gebäudes wiederum durchzieht, dann ist die Arbeitszeit zu Ende. Ist Rüstzeit Arbeitszeit? Kommt drauf an. Wer hätte es gedacht? Ist die Rüstzeit Arbeitszeit? Das ist natürlich wichtig für die Frage, ob diese Arbeitszeit dann auch vergütet werden muss. Tja, die Antwort ist folgende. Die Rüstzeit ist dann Arbeitszeit, wenn dieses Aufrüsten zwingend erforderlich ist, um die eigentliche Arbeit nachher ausführen zu können. Tja, was heißt das? Also wenn ich zum Beispiel Sekretärin oder Sekretär bin und ich brauche den Computer, um zu tippen, dann ist das Hochfahren des Computers Arbeitszeit, weil wenn ich den Computer nicht anmache, dann kann ich nachher auch nicht tippen. Also Arbeitszeit. Okay, andersrum. Also Gegenbeispiel. Stell dir mal vor, du bist im gleichen Büro angestellt, aber angestellt, um Kaffee zu kochen. Wenn du dann den Rechner anmachst, dann ist es keine Arbeitszeit. Anders sieht es bei der Kaffeemaschine aus, weil die musst du ja anmachen, um Kaffee machen zu können. Was aber passiert, wenn jetzt die Bürokraft die Kaffeemaschine anmacht? Ist das Arbeitszeit? Kommt drauf an. Wenn die Sekretärin oder der Sekretär den Kaffee braucht, um sozusagen morgens erstmal so auf Touren zu kommen, damit sie überhaupt klar denken können, wenn sie was eintippen, dann dürfte auch das Hochfahren der Kaffeemaschine und damit das Zubereiten des Kaffees notwendig sein, um die eigentliche Arbeit auszuführen. Insofern handelt es sich dann auch um Arbeitszeit. Sprich, das Hochfahren der Kaffeemaschine ist als Rüstzeit anzusehen. Das hört sich zwar alles theoretisch an, aber ihr müsst euch vorstellen, dass in Deutschland ca. 20 bis 30 Millionen Mal am Tag die Kaffeemaschine hochgefahren wird. Ca. 20 bis 30 Millionen Mal der Rechner hochgefahren wird. Das sind volkswirtschaftliche Probleme und Dimensionen, über die wir sprechen müssen. Habe ich euch jetzt genug verwirrt? Dann schaut das nächste Video. Euer Johannes. Ach, und Abo nicht vergessen. Zählt nicht zur Arbeitszeit und Kaffeemaschine ausmachen. Bam!